So, moin moin, nachdem sich Al-Blali in seinem Video über Tanzverbot zu Wort gemeldet hat, hat ihn nun Tanzverbot in einem eigenen Video zu einem sogenannten 1 vs. 1 Battle herausgefordert. Das Ganze soll eine Diskussionsrunde in einem Livestream werden, welcher entweder auf dem YouTube-Kanal von Al-Blali oder auf dem YouTube-Kanal von Tanzverbot ausgestrahlt werden soll. So zumindest der Vorschlag von Tanzverbot. Ob Al-Blali dieses Angebot annehmen wird, steht noch in den Sternen geschrieben. In jedem Fall könnten das höchst interessante Tage wären und wir kommen zum nächsten Thema. Das Webvideomagazin Broadmark wurde von der European Web Video Academy GmbH übernommen. Das Interessante daran, hinter dem Webvideopreis steckt auch diese GmbH. Und jetzt kann man natürlich die Frage aufstellen, wie unabhängig kann Broadmark eigentlich noch sein, wenn die GmbH vom Webvideopreis die inhaltliche Verantwortung übernimmt. Zumindest hat sich Broadmark bis jetzt in keiner Weise mit der aktuell kritischen Auseinandersetzung über den Webvideopreis beschäftigt. In Bezug auf unabhängigen Webvideojournalismus empfinde ich diese Entwicklung als News-YouTuber sehr bedenklich, weil ich hier einen Interessenskonflikt sehe. Und hierüber grundsätzlich nicht zu berichten, wäre auch eine unterlassene Berichterstattung. Zumindest für eine Seite, welche sich selber als größtes Webvideomagazin bezeichnet. Ich sehe halt die Gefahr, dass die Webvideoberichterstattung immer mehr interessensgesteuert wird und die Unabhängigkeit der Berichterstattung darunter leidet. Die medienkritische Satire-Sparte auf YouTube gefällt mir hingegen ziemlich gut aktuell. Wir haben hier TwinTV, wir haben Valulis, die auch kein Problem damit haben, auch wenn es sein muss, mal mich aufs Korn zu nehmen. Und diese Entwicklung empfinde ich als uneingeschränkt positiv. Und es wäre einfach schön, wenn der Webvideojournalismus dort landet, wo die Webvideosatire heute schon ist. Das heutige Video habe ich im Sinne von Broadcast Yourself als eine Art Kolumne mal aufbereitet, in welchem Meinung und Werturteile enthalten waren. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.